Letzte Chance. Wer verpasst hat, ein Dauerticket für den FC Energie zu kaufen, der kann sich jetzt noch einmal eins sichern. Morgen und Donnerstag sind an der Stadionkasse noch Jahreskarten zu erhalten. Für die kommende Saison gibt es damit einige Vorteile. Zum Beispiel können 4 der 19 Heimspiele kostenlos besucht werden. Jeweils von 15 bis 19 Uhr ist die Kasse geöffnet. Arbeiten am Schienennetz. Ab heute Nacht werden Schienenschweißarbeiten an der Straßenbahntrasse der Linie 2 durchgeführt. Im Bereich zwischen Altmarkt und der Haltestelle am Doll erfolgen die Bauarbeiten jeweils zwischen 21 und 5 Uhr. Voraussichtlich am 7. August sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Ampelwartung. Morgen und Donnerstag werden wieder Lichtsignalanlagen gewartet. Am Dienstag sollen die Ampeln in der Hubertstraße, der Gerhard-Hauptmann-Straße und an der Ausfahrt des TKCs getestet werden. Am Donnerstag erfolgen die Wartungsarbeiten in der Karlstraße, der Ludwig-Leichert-Allee und der Pappelallee. Während der Instandsetzungsarbeiten werden die Anlagen kurzzeitig ausgeschaltet.